So Leute, da sind wir wieder auf uns gestellt. Und das Gute ist, wir müssen ja immer noch die medizinischen Vorräte bergen und noch einen von diesen vorgeschobenen Außenposten plündern quasi. Und das Gute ist jetzt, pass auf, das ist ja hier, habt ihr ja gerade gesehen, hier sind Leute aus unserer Fraktion gelandet, die haben hier anscheinend schon aufgeräumt. Und das gibt mir vielleicht mal die Chance, nicht ganz so viel Angst haben zu müssen. Ah, die hängen hier vorne sogar noch ab, die Boys. Die bereiten anscheinend irgendeine Scheiße vor. Hoffe ich. Lass die mal kurz machen. Ich habe Angst, dass da oben vom Berg welche runterkommen. Ich nehme mal die andere Seite. Ich sehe, ob es Sinn macht. Trotzdem so eine leichte Anspannung. Wenn nicht, hier haben sich jetzt schon wieder ein Heli gerufen. So, und hier, ich glaube hier irgendwo war das. Könnte ein Haus weiter sein. Alter, wie viel die umgenietet haben. Basecap. Also Wasser finde ich gerade echt viel, irre. Was ist das hier? Wo ist jetzt die Bude des Doktors? Machen die anderen? Die rücken jetzt auch langsam vor. 10 Flaschen Wasser hier. Ich gebe mir erstmal eine Soda.
doch noch einen weiter? Der ist schon matschig, unser Karte, ja. Aber die sind denn schon. Sie sind schon langsam unterwegs. Da ist er, der Kollege. Aber ich glaube nicht, dass es da hinten war, deswegen verwirrt mich das jetzt. Ich fasse den Jungs mal kurz in der Tasche. Mein Gott, das Wasser, ey. Das sieht lecker aus. Nehme ich mit. Kann ich das nicht alles hier reinhämmern? Den ganzen Schmuh. Wie groß ist denn der? Ah, okay. Warte mal. Geht doch vielleicht sogar noch besser. Lag hier nicht in der eigenen Werkstatt. Eigentlich, okay. Jetzt geht's los, jetzt kommen die da vom Berg runter. Die fetzen sich ja jetzt aber ordentlich. Mit hier komme ich nicht rein. Oh, schräg. Alter, ja. So, kaum zu hören, die Jungs. Guck mal, das ist doch eine Klinik, Alter. Der Mundschutz ist auch wichtig. Ah, da. Schon mal richtig, oder? Noch mehr Schmerzmittel. Und noch mehr Schmerzmittel. Haben die Jungs uns das aufgeschlossen, habe ich mir den Schlüssel gespart, siehst du. Oh. Bin ich einfach so ehrenlos drüber marschiert. Okay, dann haben wir jetzt den Task für Gunny fertig, richtig? So, wir sollen das Dokument natürlich zurückbringen, das Tagebuch, aber jetzt müssen wir noch das Rattennest ausräuchern. So, das eine war ja hier ungefähr, ne? Oder hier so. Den Teil haben wir noch am wenigsten auskundschaftet. Hier oben ist ja auch immer übel Alarm. Da sind so Kisten zum Plündern. Dass man vielleicht hier nochmal guckt, ob man was findet. Weil hier waren wir ja fleißig. Oder man hält sich einfach an die Jungs. Aber ich habe Angst, dass die frühzeitig irgendwo abdrehen und dann stehe ich auf einmal alleine da. In the middle of nowhere. So, machen die Gangster jetzt hin? Aber die ziehen auch die Straße hoch, finde ich gut. Einer von den Boys leidet.
Druck. Jetzt wieder diese doofe Stelle mit dieser komischen Mauer. Ich bin noch nicht so richtig mit meinem Scope verschmolzen. Er hat auf mich geschossen? Er hier hinten macht, ey. Ich sehe halt niemanden, Alter. Aber er lebt noch. Mich, Alter. Das ist ja doof, ich würde erst gern weiter vorrücken, wenn die anderen das auch machen. Das ist alles voll da hinten, bin ich der Meinung. Aber mein Scope ist nicht so gut. Krass, Alter. Da oben machen die Ohrenaffen. Die werden jetzt abhauen, der eine hat den Heli gerufen, oder?
Oder die ihm von hinten an die Villa ran, das kann auch sein. Ja, wir sind oben. Ja, ihn ran. Scheiße, Mann. Aber er liegt da noch, ist im Koma oder was? Ich kann das mit ihm machen. Scheiße. Er ist abgehauen. Muss da oben irgendwo hin. Scheiße. Wir können natürlich auch erstmal das Zeug zurückbringen. Wo werden die Dokumente hingeschoben? Okay. So, dann nehmen wir schnell erstmal den Report ab. Und sacken hier eine krasse Rüstung ein. Collect.
Oh, na und Leute, willkommen zurück zu Greyzone Warfare. Ich habe einen anderen Auftrag jetzt, ja. Ich habe aus Versehen nicht aufgenommen letztes Mal. Habe ja noch aus dem zweiten Rattennest die Dokumente geholt. Und die dann abgegeben. Es gab auch einen krassen Fight, das war wirklich genau hier. Ja. Und ja, abgegeben, Rüstung kassiert und so. Und jetzt ist meine Aufgabe, drei Versorgungspakete auf Farm abzugeben. Und zwar einmal im Osten, im Westen und ich glaube im Süden. Ich tippe drauf, dass das hier die Farm im Süden sein soll. Und ich glaube hier oben vielleicht die im Westen, sagt sie. Wäre ja die Richtung. Also vermute ich die. Sie geht ja von der Stadt aus. Wir gehen jetzt also mal hier hoch. Und gucken, ob wir da was abgeben können. Ich habe jetzt hier drei dicke Pakete in der Tasche, die uns den Platz wegnehmen. Und ansonsten, irgendwas sollen wir noch machen. Ah, das Restaurant in der Stadt. Da sollen wir auch noch irgendwas herholen. Für Gunny. Warte mal, hier war ja, glaube ich, irgendwer hat auch noch von einem Holzfällerlager gesprochen. Können wir nochmal lesen. Im Südosten. Da sind wir hier falsch, nehme ich an. Logging Shed. Ach du meine Fresse, ey. Ey, das dann auch zu finden, ne? Ist echt krass. Ich meine, ist hier vielleicht noch ein Holzfäller-Ding, aber. Könnte auch hier sein. Alter, ey. So, was sagt sie noch? Im Osten und im Westen. Also Westen würde ja passen, ne? Gucken wir mal trotzdem weiter. Ja, da vorne ist ein größeres Gebäude. Na, da steht ihr, ne? Da läuft doch noch einer. Ah ja, ich kann sagen, irgendwo muss er immer umfallen. Hier wird hier fünfmal den Oberschenkel geballert. Das sind wahrscheinlich schon mal alles so passiert. Wird man ja auch härter am Nehmen. Oh, da steht zum Glück keiner. Könnten sie hier auch mal hier neue Equipment zulegen, die Jungs, ja? Guck mal, wie viele Granaten ihr am Gürtel hat. Alter, krass, der hat jetzt einfach nur mit der Pistole losgelegt. Ist ja noch so eine Dose Bohnen oder so, würde ich gerne noch mitnehmen. Wie nur Pisse die Leute, Alter. Cola, Soda. Ekelhafte Leute. Coconut Juice. Munition, da gehe ich noch. Oh hier. Yeah. Butter ist gut.
Vielleicht stand er aber da immer im in der Kiste vor dem Gebäude, ne? Aber Leute, ihr habt hier keine Kisten vor dem Gebäude. Kannst du hier eine Mülltonne packen? Oder ich bin halt grundsätzlich am falschen Ort. Mach ja sein. Kannst auch hinter. Ich finde die Kiste ganz cool, um Vorräte zu verstecken, aber will ja anscheinend keiner. Kannst du auch hier hinlegen. Das ist mal scheiße. Kann nicht sehen, dass das hier falsch ist. Das ist aber echt mies beschrieben dann. Ich weiß nicht, was hier unten noch ist. Aber das wäre einfach top angelegt, so, ne? Oder müssen, sind das diese kleinen Hütten? Wo sich so ein Reisfarmer mal kurz in den Schatten setzen kann. So ein Länger. Ja, so ein bisschen Natur erkunden ist schon netter, ne? Ja, ihr seht, da eskaliert schon mal in der Haar drin. Er läuft weg von uns. Das Beste ist halt immer nah ran und Deckung. Okay, haben wir mal gleich drei Leute erwischt hier. Und ich finde ein bisschen schade, dass die gar keine EP geben. Das wäre schon ganz cool so. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich Leute dann natürlich das hart farmen würden. Aber nicht viel, nur, wissen die, 5 Punkte oder so. Dass man nicht das Gefühl hat, ich meine, du musst dich ja mit den Nummer auseinandersetzen. Zwangsläufig. Oh, bin ich echt voll? Ach, wegen den Kisten, ne? Ey, ich würde so gerne so eine Kiste loswerden, Mann. Vor der Tür. Kiste vor der Tür. Kann ich die einfach hinwerfen? Alles voller Schokoriegel hier. Ah, ich glaube, das muss ich mir halt im Netz mal angucken, ne? Das ist bitter hier die ganze Zeit umsonst durch die Gegend zu rennen. Ist auch nicht so sweet. Erstmal freshen. Wenn die Dinger hier einfach droppen ist, nee, ne? Cannot! Drop Quest Item. Alright, dann fällt das schon mal aus.
Das ist vielleicht wieder nicht das richtige Gebäude. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier nochmal leckeren organischen Tofu. Gucken wir mal, was die Jungs hier so bei haben. Ein Beetscap. Ansonsten nur Scheiße. Ich kann das mal alles abbauen, finde ich lustig. Ich nehme mir mal so einen Griff mit hier. Hier ist Detach. Mal gucken, was er denn Geld bringt. Einfach nur mal zum Sehen. Muffs. Ja, was bringt denn der? Wie groß ist der Rucksack, wenn ich den einstecke? Ja, genauso groß wie sein Dings, Alter. Das ist auch bescheuert. Affen. Stehe hier und packe hier mein Tofu hin und her, ey. Also beiden, Sir. So, ihr wart doch zu dritt, oder war ich hier? Hat der vorne. Deine AK habe ich kaputt gemacht. Deine stecke ich mal ein. Na, komm. Okay. Auch Fehlanzeige. Scheiß Alene hier, Alter. Und das da hinten ist sicher keine Farm. Ich versuche es jetzt noch da. Und ansonsten... sagt mir das Internet, wo ich hin muss. Also gar keinen Erfolg zu haben, ist ja jetzt auch ein bisschen eigenartig. Und wir sind ja eigentlich ganz gut kurstechnisch. Statt die Leute dir einen Kuller auf die Karte malen, Alter. Na, da steht schon wieder der erste von... Das ist halt scheiße hier, ne? Geh mal auf Automatik. Geladen sein sollte sie ja. Hier läuft Ocean Inner. Inner steht am Haus. Sind drei Leute, Alter. Nicht gut, Leute. Absolut nicht gut. Halt durch, Junge. Wir kümmern uns, wir kümmern uns. Ja, das musste irgendwie so kommen. Schmerzmittel. Oh, und ansonsten geht es uns scheiße. Wieder irgendwie an der Lunge. Hatte ich hier nicht noch irgendwas krasses eingesteckt? Oder nicht? Was geht eigentlich?
Ey, wirklich, ne? Für so einen Scheiß hier, Alter. Und auch diese Farm ist es nicht, Mann. Ach, Menno. Na gut, Leute. Ich mache mich auf den Weg nach Hause, kicke hier noch ein bisschen aus dem Fenster. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann mache ich mich schlau gemacht, wo wir diese Pakete abgeben müssen. Bis dahin, haut rein, habt einen schönen Abend. Trinkt nicht so viel Limo.